Heute Nancy Faeser mit der pompösen Abschiebung der 28 Afghanen hier letztendlich nur die Wahlen in Sachsen und Thüringen beeinflussen. Dass am Ende diejenigen, die nicht Briefwahl gewählt haben, noch sagen, ja, da wähle ich jetzt nochmal SPD. Doch mittlerweile nähert sich der Verdacht, dass diese Wahlbeeinflussung durchaus gezielt war. Denn interne Schreiben und auch Mitteilungen, die jetzt hier auch dem Fokus vorgelegt worden sind, beziehungsweise auch Umfragen, die man unter den Ländern gemacht hat, ergeben, dass hier schon von oben sehr, sehr viel Einfluss genommen worden ist. Und Steuergelder damit vielleicht natürlich auch hier absichtlich zur Wahlbeeinflussung verwendet worden sind. Wir schauen uns die aktuelle Entwicklung an und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier von Steuern mit Kopf auf YouTube. Es ist ja durchaus spannend, dass bei der Sachsen-Thüringen-Wahl ja auch so viel schiefgelaufen ist, mit entsprechend auch hier dem Softwarefehler und dann natürlich direkt zwischen der Wahl in Thüringen und Sachsen, dann kurz davor ja der Anschlag auch hier in entsprechend natürlich Solingen war und dann plötzlich wurden hier 28 Personen im Grunde abgeschoben, weil sie kein Recht auf Asyl in Deutschland hatten. Und jetzt ist es so, dass der Fokus ja dort immer tiefer reingebohrt hat schon und man gefragt, wie sieht denn eigentlich das Ganze aus? Denn Nancy Faeser hat sich da schon ziemlich heftig feiern lassen. Und hier heißt es nämlich am Ende, dass diese 1000 Euro wurden natürlich schon gezahlt an einige Personen, die hier abgeschoben worden sind. Aber, und was auch Nancy Faeser in vielen öffentlichen Auftritten immer gesagt hat, nee, das war lediglich mal so ein Hinweis, aber sie selbst und auch das Bundesministerium, also im Bundesministerium des Innern, hätte dort keinen aktiven Einfluss genommen. Jetzt ist aber so, wenn man danach vollziehen will, wie das abgelaufen ist, das hat der Fokus gemacht und da ist zwar so, dass am Ende zwar die Länder, die ja auch für diese Abschiebethemen zuständig sind, zugestimmt haben, jedoch hier der Vorschlag vom ZURKA, das ZUR, und zwar Zentrum zur Unterstützung der Rückkehr. Eine Bund-Länder-Stelle, die Nancy Faeser untersteht. Also bedeutet, Nancy Faeser ist im Grunde Tochterfirma, wenn man es in einer Unternehmensbetrachtungsweise hat, hat hier, wie gesagt, dann das so weitergegeben und gesagt, mach das mal. Und zwar, hier vor allem hat der Fokus jetzt mal alles recherchiert, da gab es ja schon mit dem Asylrechtler das Thema, der gesagt hat, nee, ganz so ist das nämlich nicht, weil auch da rausgekommen ist, dass viele Bundesländer, wenn ich es richtig habe, ich glaube Bremen, Hamburg und ein paar weitere, die zahlen so im Durchschnitt sowas 50 Euro pro, sag ich mal, Alleinstehenden für ein Handgeld, andere bei Familien 150 Euro oder wie gesagt andere Beträge, je nachdem wie groß die Familien sind. Und jetzt heißt es hier auch, dass man immer wieder davor Angst hatte vor dem Oberverwaltungsgericht. Und zwar das Urteil, das hier immer herangezogen wird, ist hier vor allem der Punkt, wie in einem gerichtlichen Verfahren die Feststellung eines Abschiebeverbots wegen drohender, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung im Sinne des § 60 Absatz 5 Aufenthaltsgesetz hier mit Blick auf das EMRK ab Artikel 3 EMRK vermieden werden kann. Und hier geht es um das Oberverwaltungsgericht aus dem Jahr 2023, Oberverwaltungsgericht Greifswald aus dem Jahr 2023. Und zwar hat der Fokus mal nachrecherchiert und hier gesagt, ja, hier geht es nämlich um die integrierte Klassifizierung der Ernährungssicherheit in, laut IPC zum Maßstab zur Vollendung. Und hier wird es nämlich spannend jetzt. Und zwar bei Abschiebungen muss im Grunde hier eine mindestens Phase 3 vorliegen, was zum Beispiel bei Afghanistan der Fall ist. Phase 3 bedeutet hier, dass es hier eine akute Nahrungsmittel- oder Lebensmittelhaltungskrise nicht vorliegt. Und dies war auch hier, zumindest laut im Grunde hier Fokus, dieses Mindestniveau ist in zahlreichen Regionen in Afghanistan gewährleistet. Für Mai bis Oktober 2024 liegt der Wert hier im ganzen Land bei 28%. Bedeutet, von über 40 Millionen Einwohnern seien im April nur 2,9 Millionen in einer Notlage gewesen. Also dementsprechend hier auch ist dann hier übrigens die Prognose in Zukunft so, dass eine Aufstieg in Phase 1 und 2 durchaus möglich sind. Was bedeutet, dass die Ernährungssicherheit in dem entsprechenden Land dann gegeben ist? Was dann schon mal in der ersten Prüfung wäre, es hätte hier in Einzelfällen sogar gespart werden können. Denn jetzt kommen wir nämlich zum nächsten Punkt. Man hat anscheinend hier auch nicht mal geprüft, wer sind das denn überhaupt? Außerdem, dass sie Afghanen waren, wusste man nichts. Denn auch hier ist es spannend, heißt es hier, dass hier, wie gesagt, das befürwortet worden ist, um das natürlich sicherlich hinzubekommen, aber eben natürlich auf Druck sozusagen mehr oder weniger des
Bundes. Denn auch diese 1000 Euro, die hier geführt worden sind, hat man nochmal nachrecherchiert, was da übrigens alles mit drin ist. Hier Grundnahrungsmittel, Non-Food-Produkte wie Seife, Baumwolle, Zahnpasta, Unterwäsche, Menstruationsartikel und was ist so wie Ausgaben für Bildung, Transport, Unterkunft, Kommunikation, medizinische Versorgung und so weiter. Das ist jetzt der erste Punkt. Und jetzt komme ich zum Punkt, wo es richtig spannend wird. Diese 1000 Euro, die man gezahlt hätte, wären für eine 7-köpfige Familie gedacht, die man mehr als 3 Monate mit diesen Produkten versorgen hätte können. Und das ist nämlich jetzt der spannende Punkt. Das weiß man im Grunde bei einigen sogar gar nicht, ob die überhaupt Kinder oder Familie haben. Und das ist auch der Grund, warum man sagt, diese 1000 Euro wären gar nicht gerechtfertigt gewesen, weil das im Grunde nur für die Einzelperson war. Denn die, die da vor Ort sind, also die, die nicht mitgeflüchtet sind, sozusagen die Familienmitglieder, die sind ja schon dort. Also die hätte man nicht mit loswerden müssen. Dementsprechend heißt es, dass natürlich dieses Handgeld immer nur den notwendigen vorübergehenden Bedarf decken muss. Aber wie lang das da sein muss, ist nicht geregelt. Und damit auch ganz klar hier die weiteren journalistischen Aufarbeitungen. Hier zum Beispiel vom Fokus haben ergeben, dass man hier auch das gar nicht leisten müssen. Plus, die abgeschobenen Afghanen können neben dem Handgeld mit weiteren Hilfen rechnen. Denn darüber hinaus leisten internationale Organisationen und nicht und NGOs in Afghanistan humanitäre Hilfe. Also auch dort ist es so, dass man hier das Handgeld gar nicht zahlen musste. Was den Verdacht einfach nähert, dass man sagt, okay, warum wollte man das hier unbedingt so schnell vor der Wahl in Sachsen und Thüringen durchbringen? Weil man hier gezielt einfach nochmal Stimmung machen wollte, weil man wusste, okay, wie gesagt, Solingen-Attentat vorher, im Grunde eine Woche später dann diese Wahl. Man musste ein riesen Ereignis haben, was ja auch medial aufgehypt worden ist, was am Ende dann dazu geführt hat, dass hier man einfach gesagt hat, wir zahlen die 1000 Euro, dann ist sicher, dass es dort keine Probleme beim Abflug gibt. Weil stellen wir sich mal vor, wenn jetzt das so gewesen wäre und man hätte vielleicht nur diese üblichen 50 oder 150 Euro gezahlt, ja, dann wäre es ein bisschen blöd. Dann stell dir mal vor, der Flug mit hier 28 Afghanen steht bereit und dann machen die Rambazamba und dann wäre das medial hochgepusht worden. Das wäre was anderes. Und wie gesagt, andere natürlich, darf man auch nicht vergessen, diese Afghanen sind ja dann sofort auch zumindest ins Gefängnis gekommen. Aber hier berichtet jetzt zum Beispiel auch Bild, heißt hier Straftaten nicht relevant, abgeschobene Afghanen schon wieder frei. Und das ist natürlich hier jetzt relativ krass, wo man auch sagt, natürlich, dieses Geld, diese 1000 Euro, die sind auch jetzt nicht irgendwie, sag ich mal, entsprechend hier vielleicht bei den Personen geblieben, sondern der Großteil ist wahrscheinlich jetzt schon bei den Taliban geblieben, weil, wie gesagt, die haben gesagt, danke für das Geld, das nehmen wir, waren ja vielleicht, was weiß ich, wenn es 28 waren, sind es 28.000 Euro, aber trotzdem, wir sagen mal 10.000, 15.000 Euro, das haben die hier mal einkassiert. Und da sind, wie gesagt, und vor allem auch das Lustige ist, Straftaten nicht relevant, ist ja auch ganz klar, wie gesagt, das sind ja bloß, in Anführungszeichen, bitte nicht falsch verstehen, ich sitze halt im Grunde hier, Galgenhumor vom Schlimmsten, sag ich mal, Schläger, Messerstecher, Gruppenvergewaltiger und wie gesagt, das jüngste Opfer war in dem Fall gerade mal 11 Jahre alt, wo es hier hieß, und in diesem Fall heißt es hier, dass die Taliban nach aktuellen Medienberichten auch diese Straftaten nicht als relevant, sag ich mal, einstufen. Der Spitzenreiter, der hier mit dabei war, hatte 166 Mal Ärger mit der Polizei. Das sieht man also im Großen und Ganzen, was vor allem auch das Lustige war. Auf X, die ganzen Linken, auch Merkelisten und Sonstiges, die, sage ich mal, sich so gefreut haben, auch bei, die, sag ich mal, direkt nach Solingen gleich wieder gegen rechts auf die Straße gegangen sind, haben dann gesagt, oh mein Gott, die sind jetzt im Gefängnis und was weiß ich. Nein, sind heute schon wieder frei. Denn ganz ehrlich, den Taliban sind Straftaten, die in Deutschland begangen worden sind, völlig egal. Und das ist relativ krass. Sollte das wirklich in vollem Umfang so stimmen? Wie gesagt, ich halte bloß die Meldung vom Bild und einige andere haben diese Meldungen hier kopiert. Und man ganz klar sagen kann, hätte man sich das Handgeld einfach sparen können, denn diese armen Afghanen sind nicht mehr im Gefängnis, sondern sind dann im Grunde schon frei. Und vor allem auch wurde hier meines Erachtens, meiner persönlichen Meinung nach, lediglich da versucht, die Wahlen von Sachsen und Thüringen massiv zu beeinflussen.